So, jetzt müssten mich die Live-Zuschauer hören. Das wird einen Augenblick. Mal gucken, wie. Das wird einen Augenblick. Mal gucken, wie. Ja, das funktioniert. Der Ton ist super. Jetzt gucke ich noch, wie die Kamera steht. Och, die können wir aber auch so lassen. Dann können wir, die Kamera ist okay. Dann mache ich das Ganze aber hier weg, damit ich den Datenfluss nicht mehr habe. Ja, jetzt habe ich das weggemacht. Den Chat sehe ich trotzdem, den Live-Chat. Und das Bild hier reicht mir, ist von der Qualität her gut genug. Und dann gehe ich wieder dorthin, wo ich sein will, nämlich hier. Da kann ich jetzt, da mache ich mal meine Kamera aus, damit ich da nicht unnötig Daten fresse. Der Ton wird gut übertragen. Wird dann auch gut übertragen werden. Ja, dann kann ich aber jetzt wieder Schaubilder einblenden, denn wir haben ja Fotos auch genug. Dann, und ich kann ja dann, ja, also ich bin vorbereitet und jetzt drehe ich wieder zurück. Also, wir hören dich, Öff. Ja, danke schön. So, hallo, jetzt zähle ich dich ein. Ich zähle dich ein. Ja, super. Kurze Begrüßung wieder. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben wieder Samstag, Verantwortungstreff oder Samstag, älteste Talkshow von Schenker-Bewegung, mindestens seit 10 Jahren. Sinn ist es, aufzutauchen aus dem Mitschwimmen im Leben und im Alltag und sich die Frage nach dem Sinn und der Verantwortlichkeit des Ganzen zu stellen. Genau, unser zentraler Lebensnerv ist die freie Argumentekultur, die uns hier zu einem besonderen Talk-Format macht. Und das wollen wir noch ausweiten. Also wir haben vor, auch eine endlich mal faire Zukunftskonferenz oder New World Economic Forum zu machen, wo alle Lösungsvorschläge fair mit einbezogen werden können und geprüft werden können. Die freie Argumentekultur ist aus unserer Sicht auch der Lebensnerv von Kommuneentwicklung, von echter Kommuneentwicklung, wo wir uns als einen virtuellen Keimling schon für verstehen. Ja, belasse es dabei, den inhaltlichen Rahmen zu beschreiben. Es gibt nämlich ein Thema im Freien Argumentekulturforum www.freie-argumente-kultur.de, wo ihr euch schlau machen könnt über den Sinn der Sache und den bisherigen Verlauf oder Diskussion darüber auch. Technik ist der Redekreis. Wir geben in für bestimmte Anzahl von Minuten sozusagen den Staffelstab des Redens aneinander weiter. Und ja, damit sei es genug der Einleitung und dann gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan. Ja, vielen Dank. Jetzt müssten mich die Live-Zuschauer hören und die Aufnahme hört mich auch sehr gut. Das sehe ich jetzt hier. Ja, dann beginne ich mal damit. Los geht's. Also, ich glaube, also die Tatsache ist ja so, dass wir schon seit etlichen Jahren beim Weltrat, bei den Next Scientists for Future, sozusagen die inhaltliche Lösung, das Lösungsmodell GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, zusammen mit unserer jüngeren Schwester Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, ja, fertig haben. Aber so ähnlich wie in der Psychoanalyse es immer heißt, entscheidend ist der Widerstand, müssen wir uns damit beschäftigen, was der Widerstand dagegen ist. Und jetzt, glaube ich, ist mir so richtig klar geworden anhand der Wahlplakate heute in Köln hier zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen, zu der wir ja wieder noch nicht antreten können, weil wir einfach noch keine Aktivisten für die Partei des Gemeinwohls haben. Da ist mir nochmal klar geworden,
Der Punkt ist der, der Widerstand besteht daraus, dass die Masse der Menschen die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten liebt. Sogar dann liebt, wenn sie ihnen selbst riesigen Schaden zufügen. Ja? Vorteilbringende Irrtümer sind im Kapitalismus so vertraut und so gewohnt, dass man es einfach sich nur noch wohlfühlt, wenn man diese Irrtümer hört. Ja? Ich mache nur mal ein paar Beispiele davon, was auf den Plakaten steht. Und vielleicht für dich mal interessant zu hören, ich glaube, der größte vorteilbringende Irrtum im Kapitalismus ist, vermeide jede Situation, wo durch gute Argumente deine geliebten vorteilbringenden Irrtümer in Frage gestellt werden könnten. Und deswegen vermeiden es eigentlich alle, und wir haben es ja damals bei Extinction Rebellion schon gesehen, dass das Überwiegende war, du kannst doch nicht mit allen Argumente austauschen, du kannst doch nicht alle Argumente an den Tisch zulassen, du musst doch quasi, darfst doch nur Gleichdenkende, Gleichgesinnte zu Wort kommen lassen und du darfst doch niemals die Argumente Andersdenkender wirklich zu Gehör bringen lassen, denn dann unterstützt du ja, was weiß ich, das wird ja dann immer gesagt, die sogenannten Rechten, die lässt du ja dann auch zu Gehör kriegen, das darfst du natürlich nicht und so weiter. Ja? Und das ist der oberste vorteilbringende Irrtum im Kapitalismus, der quasi das Natürliche, dass Menschen versuchen, nach Argumenten und Argumentequalität richtige Entscheidungen zu treffen, das verhindert der Kapitalismus mit diesem obersten vorteilbringenden Irrtum. Lass bloß keine freie Argumentekultur zu. Ja? Und deswegen sind wir heute so wieder so wenige, weil die Leute, die lieben die vorteilbringenden Irrtümer statt der Argumente, die eventuell diese Irrtümer entkräften könnten. Ich mache mal ein Beispiel. Auf den Plakaten stand zum Beispiel, auf einem Plakat stand Tierschutz. Ah ja, nee, da stand, Augenblick, ich lese es vor. Das Plakat heißt Tierreichtum ist der neue Wohlstand. Das bedeutet, da steckt der vorteilbringende Irrtum drin, nämlich der vorteilbringende Irrtum der NGOs oder der sogenannten Weltsozialsparten. Und dieser vorteilbringende Irrtum, ich zeige mal hier so ein paar Bilder von Sparten. Wo sind die ganzen Sparten? Hier ist es. Der vorteilbringende Irrtum der NGOs lautet, wenn wir genügend Spenden für unsere Geschäftsführer zusammenkriegen wollen, damit die fürstliche Gehälter sich leisten können, dann müssen wir den Leuten klar machen, dass Tiere wichtiger sind als Menschen. Menschenschutz spielt keine Rolle, aber Tierschutz spielt eine Rolle. Ja? Und dabei übersehen wir einfach, dass die Menschenrechte bis jetzt nur Alibi-Veranstaltungen sind. Es gibt weder ein Menschenrecht dagegen, durch Kriege getötet zu werden, noch gibt es einen Menschenschutz dagegen, vergiftet zu werden durch krankmachende Nahrung oder durch Impfungen oder andere Dinge. Diesen ganzen Menschenschutz gibt es überhaupt nicht im Kapitalismus. Aber der Tierschutz, der muss hochgehalten werden und der muss zum obersten aller Motive werden, denn dann verdienen die Geschäftsführer der NGOs dann am meisten. Ne? Aber die Wähler und die Bürger lieben diese Vorteilbringenden. Ja, ich habe es piepen gehört, ich mache es nur noch rund. Die Wähler lieben all diese vorteilbringenden Irrtümer. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann mögen sie das nicht. Dann hassen sie das vielleicht sogar oder lehnen es auf jeden Fall ab. Denn sie fühlen sich nur zu Hause und wohl, wenn ihre gewohnten vorteilbringenden Irrtümer erwähnt werden. Und ich glaube, das ist der entscheidende Grund, warum wir uns so schwer tun, weil der Kapitalismus genau so ist. Ja, dann gebe ich zum ersten Beitrag gleich an den Öffi weiter. Und wie mache ich das? Da kann ich das Mikro hier hinlegen, ja. Wir hören dich. Ja, super. Dankeschön, Dylan. Und das, ja, du hast recht, das macht mir Freude, wie du das beschreibst, weil ich glaube ja auch, dass das die schlimmste Wurzel ist.
Es gibt keinen tieferen Vorteil, scheinbar vorteilbringenden Irrtum für uns Menschen, für die denkenden und sprechenden Tiere, als dass wir gar nicht nach dem Denken und Sprechen gehen sollten. Aber da sind wir genauso in diese Sucht reingeworfen, auch durch den Kapitalismus, der das immer weiter hochkultiviert, die Willkür- und Konsumsucht, dass wir tatsächlich die Korruption der Politiker lieben, in Anführungszeichen, oder jedenfalls für das geringere Übel halten, gegenüber einer durchgreifenden Kulturveränderung zur korruptionsbefreiten echten Demokratie. Denn wir wollen im Kleinen auch nicht nach den besten Argumenten gehen, sondern wir möchten unsere Spielräume haben, zu tun, was uns gefällt, auch wenn es nicht von den Argumenten her am besten ist oder überhaupt von den Argumenten her aufs Ganze gesehen sinnvoll und verantwortlich ist. Da haben wir ganz viele Dinge im Leben, die man haben will, die man so machen will, Rahmenbedingungen, die man sich wie Betonpfeiler in den Boden rammen will. Also jeder kennt die Fernsehsendung. Hier mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Schiff, mein und so weiter. Und da hat man ganz, ganz viele Wünsche und die Wünsche stehen über der Vernunft und über den besten Argumenten. Und weil wir alle wissen, wir sind selber auch so und auch in Konflikten, sogar wenn wir schreien, hier, jetzt muss es doch mal nach Argumenten gehen, ich werde gerade mit Fäusten untergebuttert, dann wollen wir vielleicht an der Stelle so tun, als ginge es uns um die Argumente und wir wollen das als ein Pluspunkt für uns mit auf die Waagschale werfen. Aber gleichzeitig in anderen Konflikten, und das wissen wir dabei im Hintergrund gut genug, wenn wir es können, dann sind wir ja auch bereit, unsere Interessen an ganz, ganz vielen Stellen durchzusetzen, auch mit Fäusten oder Manipulation oder Unterdrückung und Ausbeutung. Die ganze dritte Welt und die Kinder der Zukunft würden uns anschreien, wegen der Verhältnisse, wie wir sie ja haben und wie wir sie zulassen. Also weil der kleine Mann seine Lebensetablierung nach Gefallen statt nach Vernunft bzw. Argumenten einrichten will, weil er sich in ganz, ganz vielen Konflikten bereit ist, auch mit Macht und Willkür durchzusetzen, obwohl es nicht gerecht ist und nicht vernünftig ist. Deshalb hat er lieber korrupte Politiker, die er wählt, als welche, die kommen und sagen, wir beenden die Korruptionskultur. Das ist die tiefste und schlimmste Wurzel der Sucht. Das, was unser eigentlichstes und höchstes Wesen pervertiert, dass wir als denkende und sprechende Tiere oder Wesen meinen, dass das eher wie eine Kugel am Bein, eine Eisenkugel am Bein ist und nicht unsere Wesensentfaltung. Und dass es unsere Wesensentfaltung eher wäre, Willkürkonsum zu leben. Auch in völligem Widerspruch zur Vernunft, zu Argumenten, zum Denken und Sprechen. Und deshalb wird dann eben nicht gedacht, deshalb wird dann nicht gesprochen, wenn es zu sehr spürbar wird, dass sich das beißt mit dieser Art von Willkür- und Konsumkorruption. Deshalb habe ich auch schon gesagt, also ich meine, das Beste ist natürlich, was wir machen können, dass wir trotzdem diese Dinge beim Namen nennen und dass wir gucken, also was kann man denn schon machen in sich selber und mit anderen Menschen um einen herum, um diese Argumentekultur, dieses Argumentewesen auch freizulegen und auszuleben, auch gemeinschaftlich auszuleben. Deshalb versuchen wir solche Kommune Standorte anzubieten. Also da kann man natürlich nichts Besseres tun, ist auch gut nach außen hin, zu gucken, den Suchtkranken zu sagen, hier Leute, am besten wäre ihr, öffnet eure Augen dafür, was euer Wesen ist und dass ihr von einer ganz anderen Sache befreit werdet, frei und glücklich leben könnt, als von eurem Willkürkonsum. Also natürlich müssen wir auch nach außen den Menschen das sagen, Bildungsarbeit machen und hoffen, dass wir da die Leute auch dazu gewinnen oder einige dazu gewinnen. Aber wir haben ja auch in den letzten Sendungen schon ein paar Mal jetzt drüber geredet, wie kann man die total Suchtversumpften abholen, die scheinbar völlig resistent sind gegen die liebenswürdigsten Einladungen zur Vernunft- oder Argumentekultur? Und ich glaube, man muss da auf allen möglichen Schienen letztlich was machen oder Experimente machen. Und bei mir geht das ja so weit, dass ich die Idee habe, man müsste vielleicht ein Computerspiel kreieren, was attraktiver oder süchtig machender in Anführungszeichen ist als Fortnite. Aber statt des Raffens und Mordens, wo man da in dem Fortnite-Spiel ständig rumläuft, müsste es oder könnte es so gestaltet sein, dass es sozusagen Post-Conventional-Level-Dilemma-Fragen, also diese Situation, das bieten, genau. Also das Computerspiel müsste statt Raffen und Morden
den Helden sozusagen entwicklungspsychologische Dilemmasituationen durchstehen lassen. Also das, was, wenn es gut läuft, am Ende zum höchsten Level des Post-Conventional Levels führen könnte. Beziehungsweise, wie ich es ja lieber nenne, mit positiver Begrifflichkeit, Spirit Identification Level. Ja, und dann würden die Leute quasi auf die sanfteste Weise aus ihrem Sumpf sozusagen an einen rettenden Rand geschwemmt oder dahin gesogen werden können. Ja, gut, aber wir müssen da uns irgendwas einfallen lassen und vor allem, wir müssen den Mut behalten, Ohren steif halten und diesen Kernweg, nämlich selber die Vernunft- und Argumentekultur zu leben und solche Gemeinschaften zu bilden und diesen Stern strahlen zu lassen, das auf jeden Fall hochhalten und ansonsten so kreativ und künstlerisch wie möglich da irgendwelche Ideen entwickeln und ausprobieren. Ich gebe weiter. Ja, vielen Dank. Jetzt müssten mich wieder alle hören, die Live-Zuschauer. Der FF müsste mich gut hören. So, dann lege ich mal los. Ja, also genau das ist eben für mich der oberste Punkt, dass die Leute wirklich sagen, bloß nicht sich der freien Argumentekultur aussetzen, weil sonst könnten ja meine liebgewonnenen, vorteilbringenden Irrtümer, besonders wenn es die meiner eigenen Sparte sind, mit der ich Millionen verdiene, die könnten ja hinterfragt werden. Ne? Und sogar die Leute sind sogar so, dass sie die vorteilbringenden Irrtümer auch dann nicht hinterfragt wissen wollen, wenn sie ihnen schaden, wenn sie nur die, also wenn die Menschen das Opfer der bestimmter Sparten und deren vorteilbringenden Irrtümer sind, einfach weil sie wirklich das Vertraute lieben. Sie sind diese vorteilbringenden Irrtümer so sehr gewohnt, dass sie schon unglücklich werden, wenn sie sie nicht immer wieder hören. Ich mache mal ein Beispiel, jetzt weiter auf den Plakaten, stand also dann der nächste Satz, der stand Elitenbildung. Und das Wort war Elite, war durchgestrichen. Das drückt so aus, dass diese Partei eben sagt, okay, diese blöden Reichen, diese blöden Eliten, die brauchen wir nicht, die sind unnötig, wir wollen so machen, dass also quasi ganz viel Geld ausgegeben wird, um die Unterschichten zu bilden und die auf die Reichen, die Alpha, Beta, Gamma-Tiere jeder biologischen Gruppe, die aus biologischer Sicht ungeheuer wichtig sind für die Gruppe wegen ihrer Leistungsfähigkeiten, ja, die wollen wir, ja, die machen wir nicht gerade den Kopf kürzer, so wie bei der russischen Revolution, aber wir treten sie mit Füßen sozusagen. Und das ist ein vorteilbringender Irrtum, der letztendlich den Sozialsparten dient, denn wenn ich so quasi den Alpha-Beta-Gamma-Tieren der biologischen Gruppe Deutschland einen Tritt versetze, dann werden die irgendwann, wie es ja schon ständig geschieht, 50.000 der fähigsten Deutschlands verlassen jedes Jahr Deutschland und immer ständig wandern irgendwelche Arbeitsplätze nach Tschechien und Polen ab, ja, weil eben die Unternehmer sagen, hier in Deutschland werde ich ja nur getreten und geschröpft als Untermensch behandelt, also gehe ich doch einfach ins Ausland. Dort heißt man mich herzlich willkommen und schätzt auch die Arbeitsplätze, die ich mitbringe und das Geld, das ich mitbringe. Ja. Aber eben, die Menschen verstehen nicht, dass solche Ideen eigentlich dann am Ende dadurch zu einer Verarmung Deutschlands führen, zu einer Zunahme von Arbeitslosen in Deutschland führen, wenn die Arbeitsplätze der Eliten nämlich jetzt alle in Tschechien und Polen stattfinden, dann haben wir hier mehr Arbeitslose, daran profitieren karrieremäßig Arbeitsamtmitarbeiter. Stellen wir uns mal vor, wir hätten null Arbeitslose in Deutschland, dann gäbe es im Arbeitsamt einfach keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr.
Ja, sondern dann müsste man sich ja eigentlich, müsste man von Null an wieder bei Null in einem neuen Beruf anfangen und das mögen Menschen nicht. Und so kommt es dann zur Evolution dieser vorteilbringenden Irrtümer. Und jetzt noch der nächste vorteilbringende Irrtum, der hieß dann Enteignung, Mietendeckel, Wohngarantie. Das Wort gefällt mir, weil wir bei der Partei des Gemeinwohls wollen ja auch eine Wohngarantie geben. Das ist ganz okay. Aber diese Worte Enteignung und Mietendeckel, die sind wieder das Gleiche. Da geht es auch wieder darum. Die Leute erkennen nicht, dass das ein vorteilbringender Irrtum ist. Das klingt so schön. Aber das würde natürlich dann, wenn wir das androhen, Enteignung und Mietendeckel, und wenn das dann in die Regierung käme, dann würden natürlich blitzschnell alle die ihr Geld mit Bau, mit Immobilien verdienen, die müssten ja sofort versuchen, alles Geld zusammenzuraffen, was noch möglich ist, zu verkaufen an Immobilien, was möglich ist, und dann so schnell wie möglich ins Ausland zu gehen, weil in Deutschland dann ja quasi mit allem, was mit Herstellung guter Wohnbauten und so weiter verbunden ist, letztendlich kein Geld mehr zu verdienen ist, und dann wandern diese Leute ab. Und dann haben wir wieder die Wohnungen und Häuser, ja, ich habe das Piepen gehört, ich mache den Gedanken noch rund, die Häuser und Wohnungen werden dann von irgendwelchen Bürokraten in den Behörden verwaltet, die keine Ahnung davon haben, wie man Häuser richtig verwaltet und wie man vor allem auch den Zerfall der Bausubstanz verhindert. Und dann werden wir alle in baufälligen Häusern irgendwann leben, wie es in der DDR geschehen ist, wie es in der Sowjetunion geschehen war. Die ganze Bausubstanz ist verkommen und runtergekommen, weil alle Fähigen, die sich mit Bauen auskennen, entweder nicht mehr motiviert waren oder abgewandert waren rechtzeitig und aber auch oder eben nicht mehr motiviert waren, da wirklich mit anzupacken. Und das ist aber so, die Menschen vermissen bei der Partei des Gemeinwohls genau diese liebgewonnenen Irrtümer, und weil sie sie dort vermissen, werden sie auch nicht aktiv. Weil sie sind so verliebt in die Irrtümer, die alle sagen. Und nachher werde ich nochmal auf den Mindestlohn eingehen. Ich gebe wieder weiter, Öffi. Ich sage ihm dann, wenn er wieder gehört werden kann. Wir hören dich. Ja, danke schön. Danke den Vorrednern. Ja, ich glaube auch, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass wir überlegen, wir sind nicht die Rächer der Moral, die irgendwelche Leute ja, unter Druck setzen, Gewalt antun, enteignen, was weiß ich. Wir wollen gewinnen für unsere Sichtweise von Verantwortungskurs. Ich glaube was ich an verschiedenen Stellen jetzt auch meiner letzten Forumspostings versucht habe zu verdeutlichen. Das könnt ihr finden, liebe Leser, im freie-argumente-kultur.de Forum. Jetzt auch bei meinem Krisen-Newsletter 2022. Findet ihr, also ich schreibe hauptsächlich in den Themen über das Demokratieversorgecamp in Berlin oder eben jetzt auch den Newsletter im Bereich der ganzheitlichen Bildungswerkstatt lilitopia.de, wo ich mich jetzt auch gerade aufhalte. Und da ist dieser Krisen-Newsletter. Und in diesem Kontext habe ich auch manchmal, also auf jeden Fall auch bei Anmerkungen und Exkursen, die ich da geschrieben habe, meine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Cleverness, der hohe Grad an Organisation und die Technikexplosion, die wir schon jetzt bisher hinter uns haben, dass das dazu geführt hat, dass die Vorstellung eines gewaltsamen Aufstandes, um da irgendwelche Herrschenden vom Thron zu stürzen, unrealistisch ist. Also immer schon war es ja für jemanden, der prinzipiell gewaltfrei ist, pazifistisch ist, so, dass er erstmal alle gewaltfreien Mittel nutzen und ausreizen müsste,
bevor dann überlegt werden könnte, ob auch Ausnahmen sinnvoll sein können oder überhaupt zulässig sein können. Ja, aber auch aus Realismusgründen bin ich der Überzeugung, dass also so eine Vorstellung des gewaltsamen Widerstandes unrealistisch geworden ist, dass die Macht dazu viel zu groß jetzt ist, die uns gegenübersteht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass in dieser Situation insgesamt eine Strategie des Dagegengehens auch gar nicht das Sinnvollste ist. Sondern ich glaube, dass eine Strategie, die andere Seite mit der Berufung auf Werte und Anliegen zu gewinnen, die für sie selbst eigentlich zur Substanz gehören, zu dem, was sie als ihre Bibel oder ihre heiligen Grundwerte betrachtet. Ich glaube, dass so etwas am aussichtsreichsten ist. Jedenfalls ist es natürlich auch der extreme gewaltfreie Weg, dass man den anderen gar nicht irgendwie verurteilt, ihm Übles, was er macht, um die Ohren haut, sondern dass man das Positive bei ihm sehen und aufgreifen kann und das so stark machen kann, dass man eben dann auch ja eine Weiterentwicklung finden kann, die in den grünen Bereich des Verantwortbaren kommen kann. Und ja, also ich glaube, dass da diese Logik, die sollten wir so stark wie möglich denken. Das führt bei mir ja dazu, wie ich im Vorbeitrag sagte, dass sogar die Suchtkrankesten wir vielleicht durch ein besonders clever angelegtes Computerspiel noch ein bisschen umpolen könnten. Also mit ihrer begeisterten Zustimmung muss es ja dann sein, oder so ist es gedacht. Und es kommt auch darauf an, dass wir in der jetzigen Situation, also auch jetzt, wir wissen es ja, wir sind ja noch lange nicht raus aus der Entwicklung, die da im Moment so kritisch ist. Und ich sage ja immer auch ein bisschen was zu meiner aktuellen Situation. Also ich mache ja seit 2020 konzentrierten Widerstand, so konstruktiven Widerstand, so verstehe ich es zumindest, wie es eben beschrieb auch. Also nicht gegen die anderen was machen, sondern für sie was Gutes ergänzen, beisteuern, schenken. Aber ich mache solche Aktionen, weil ich sehe, dass die ohnehin schon seit langer, langer Zeit laufende Entwicklung, ja, ich höre das Piepen, Dankeschön. Ich mache gewaltfreie Aktionen, weil ich sehe, dass die seit langem laufende Entwicklung hin zu einer digitalen Überwachungs- und Kontrolldiktatur, weil die jetzt auch in der Corona-Zeit vielleicht entscheidende Fortschritte machen konnte oder dabei ist, diese Fortschritte auch zu machen. Und also der aktuelle Stand ist, um das eben schon mal zu sagen, ich führe es beim nächsten Mal dann weiter aus, auch wie ich mir vorstelle, dass wir da in möglichst konstruktiver Weise weiter vorwärts kommen können. Ich hätte in der letzten Woche am 31. einen Gerichtsprozess haben müssen. Das wäre dann der erste gewesen, den ich jetzt in der Corona-Zeit kriegen würde, nachdem im letzten Jahr in Berlin der Staat, die Staatsanwaltschaft sich geweigert hat, als ich da illegal gezeltet habe und auch eine Strafanzeige bekam, daraus einen Prozess zu machen, obwohl ich sagte, ich will diesen Prozess. Das Wichtige ist doch für mich, dass ich da jetzt endlich mal in eine Argumentationsmöglichkeit mit euch komme. Und dann, ja, hier in Hessen, wo ich jetzt bin, war dann der nächste Prozess, auch wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, Abstandsregelung und so weiter. Das habe ich natürlich auch so aufgegriffen, habe gesagt, Leute, ich kann mit euch leider eben nicht einfach demokratisch argumentativ irgendwie eine Bühne finden, um die Dinge zu klären. Deshalb muss ich im Sinne von Gandhi gewaltfreie Aktionen machen, auch eventuell dann eben Gerichtsprozesse. Ja, und der Gerichtsprozess wurde zwei Tage vorher die Mitteilung, dass der statt 31.3. auf, ich glaube, 21.7. oder so verschoben worden ist. Gleichzeitig brach da irgendwo meine Newsletter-Software noch zusammen. Also ich habe da jetzt so einen Not-Newsletter noch gemacht, den ich auch schon mal in Facebook und so weiter veröffentlicht habe, auf Telegram, und den ich auch an meine Adressverteiler dann noch schicken werde. Da bin ich gerade so mit dabei. Ja, und da werde ich auch einladen, auch euch, liebe Zuschauer jetzt und den Dillen natürlich auch,
in solchen, ich nenne es mal Strategie-Themen dann im Forum weiter zu überlegen, wie kann man jetzt damit umgehen, wenn die andere Seite sich so der argumentativen Auseinandersetzung entwindet. Was kann man da machen? Eine Idee, radikale Idee von mir ist ja dann, dass man nach Berlin geht und sagt, auf pazifistische Weise stürmt man jetzt entweder Bundestag oder Kanzleramt und bringt da ein korruptionsbefreites erstes Büro rein, so eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Naja, wenn man es auf mildere Weise hinbekommen könnte, der anderen Seite jetzt diesen Misszustand klarzumachen, dass die Argumentationsgelegenheit viel, viel, viel zu sehr fehlt und verdrängt wird, und wie man da dann vielleicht auch noch auf mildere Weise als mit so einer wilden Aktion Abhilfe schaffen kann. Ja, also würde ich gerne mit euch allen gemeinsam strategisch überlegen. Offensichtlich ist, dass wir viel zu wenig auch in der großen Politik die Bereitschaft haben, nach Argumenten zu gehen. Der kleine Mann will es nicht, die Politiker wollen es nicht, wir müssen es aber hinkriegen, sonst kommt da keine Grundschiene der Verantwortlichkeit raus. Ich gebe weiter. Ja, und genau das, darauf gehe ich mal ein. Ich glaube, dass die Richter einfach Angst davor haben, denn wenn sie mit dir, die verschieben den Termin, weil sie nämlich, wenn sie mit dir in den Argumenteaustausch gingen, bestände nämlich für die Richter die Gefahr, dass sie dann vielleicht der Argumente-Fairness halber dir teilweise Recht geben müssten. Und dadurch würden sie aber riskieren, dass sie von der gesamten Gesellschaft als Aussätzige behandelt würden. Denn wer sozusagen jemand Andersdenkenden auch nur ein bisschen zustimmt, auch als Richter, der riskiert seine Karriere und riskiert, dass er auch den aussätzigen Status verhängt bekommt. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum diese Richter natürlich alles tun werden, um zu vermeiden, mit dir in Argumenteaustausch zu kommen. Denn das könnte für sie gefährlich sein. Wir haben ja diese ganzen aussätzigen Dinge. Ja, wer mit einem Querdenker auch nur spricht, wer mit einem Impfgegner auch nur spricht, der ist ja dann selber schon, das ist ja dann die sogenannte Kontaktschuld, der gilt dann ja auch als Aussätziger, sozusagen wie damals. Wer auch nur einmal mit einem Juden freundlich geredet hat, der war dann draußen, der war dann Aussätziger sozusagen. Ja? Und genau so läuft das heute wieder. Aber und ich mache deswegen weiter mit den weiteren zwei Beispielen. Mindestlohn, das ist ja dieser vorteilbringende Irrtum vom Mindestlohn, der ist ja überall total beliebt. Und die Menschen, wenn sie den nicht hören, oh, Mindestlohn ist gut für uns alle, dann finden sie die Sache nicht gut und interessieren sich dafür nicht weiter. Dabei ist der Mindestlohn eben ein vorteilbringender Irrtum, der direkt von den Arbeitsamtmitarbeitern designt worden sein könnte. Nämlich, es funktioniert ja so, wenn wir 12 Euro Leuten zahlen müssen, wir haben aber im Land lauter Leute, deren Produktivität eher bei 11 oder 10 oder 9 oder 8 oder 7 Euro die Stunde liegt, dann müssen entweder die Unternehmer den Mindestlohn unterlaufen zusammen mit den Mitarbeitern oder wenn er wirklich durchgezogen wird mit 12 Euro die Stunde, bedeutet das, dass über kurz oder lang jede Stunde, die dieser Mensch arbeitet, der Unternehmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Euro pro Stunde Verlust macht und verliert. Und der wird dann vielleicht noch kämpfen darum, irgendwie Kredite zu kriegen oder noch ein paar Jahre kämpfen, ob er das nicht irgendwie doch hinkriegen kann, dass das Unternehmen weiter funktioniert. Und irgendwann wird er an den Punkt kommen, dass alles nichts mehr hilft, dass auch alle Kredite, die er von den Banken bekommen hatte, verbraucht sind, und dann wird er die Firma schließen und alle werden arbeitslos, ja, weil der Mindestlohn quasi den niedrig Qualifizierten eben nicht gerecht wurde, sozusagen. Und dann bleiben alle diese niedrig Qualifizierten, die alle nur eine Leistungsfähigkeit von, ja, sagen wir, bis zu 11 Euro oder 12 Euro pro Stunde haben, die werden dann Dauerarbeitslose und Langzeitarbeitslose, und die einzigen, die davon profitieren,
sind die Arbeitsamtmitarbeiter, weil ihre Karrierechancen steigen. Und das ist so verrückt. Und trotzdem lieben alle diesen vorteilbringenden Irrtum, weil er so häufig genannt wird überall, dass die Menschen sich nicht mehr wohlfühlen, wenn sie diesen vorteilbringenden Irrtum nicht hören, sozusagen. Und das ist der Punkt, so funktioniert der Kapitalismus. Jede Sparte, also die größte Entdeckung war ja, dass die Konzernsparten ja nur ein Teil dessen sind. Wir haben so ein bisschen gelernt, den Konzern zu misstrauen und deren vorteilbringende Irrtümer zu hinterfragen. Nicht jeder glaubt heute noch, dass Zuckerprodukte gesund seien. Ja, also die konzernvorteilbringenden Irrtümer hinterfragen wir schon etwas. Glyphosat, die Pharmakonzerne, das können wir hinterfragen. Aber dass die Sozialsparten, die Sparten innere Sicherheit, die Weltsozialsparten und die Gesundheitssparten, dass die alle sozusagen nur Karriere machen können, wenn es mehr scheiterndes Leben gibt, kriminelles scheiterndes Leben, krankes scheiterndes Leben, arbeitsloses, obdachloses scheiterndes Leben. Das ist den Menschen nicht klar, dass da die gefährlichsten vorteilbringenden Irrtümer sind, weil die ein Land noch schneller ruinieren können als alles andere. Ja, ich höre das Piepen, ich mache noch den Gedanken rund. Ja, also, und dann noch der letzte Gedanke zum vorteilbringenden Irrtümer. Ich habe hier so eine Werbung liegen, ja, so, da werden so, sind so Fotos drauf von armen, hungernden Kindern, ja, in Afrika und so weiter. Und natürlich geht es bei der Werbung darum, möglichst viel Geld einzusammeln für die Geschäftsführer dieser NGOs, dieser Weltsozialsparten, wie ich sie auch nenne, ja. Und da wird den Leuten gar nicht bewusst, dass das ist ein Quälen. Wir wollen ja Leid vermeiden. Als echte Linke will ich jedenfalls Leid vermeiden. Und indem wir aber immer weiterhin dafür sorgen, dass die Armen immer wieder hungernde Kinder bekommen und dann diese hungernden Kinder wieder gefüttert werden, bis sie auch dann wieder hungernde Kinder bekommen und wieder arme hungernde Kinder bekommen. Dieses Quälen und Verlängern, und das in einer Welt der Überbevölkerung sozusagen, das dient nur diesen Weltsozialsparten, aber niemand davon profitiert, weil auch die Armen, die haben nichts davon, wenn sie wieder hungerleidende Kinder bekommen, die wieder keine Arbeit finden und so weiter. Und deswegen, aber das ist eben, die Menschen lieben diese vorteilbringenden Irrtümer. Sie hängen an diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und dann letzter Gedanke noch zu zwischen den Kommunen. Also ich habe mir gedacht, theoretisch könnten wir es auch schaffen, dass wir einen geldfreien Geschenkeaustausch zwischen den Kommunen hinkriegen und dann also wirklich nicht mehr auf den Tauschhandel im engeren Sinne und den Geldtauschhandel angewiesen wären, wenn die Geschenke ungefähr fair wechselseitig hin und her geschenkt werden, dann wäre das aus biologischer Sicht durchaus auch vorstellbar als die Zukunft einer Kommunenlandschaft Erde. Ne? Ich gebe wieder weiter, Sekunde. Wir hören dich. Ja, danke dir, was du gesagt hast. Ja, das ist etwas, was, wie ich denke, schon möglich ist, also sehr direkt auch, wenn man sich überlegt, wie gehen wir denn miteinander um, wie wollen wir miteinander umgehen, jetzt auch als Menschen, die miteinander freie Argumentekultur praktizieren wollen. Ich glaube, dass da so eine innere Logik drinsteckt, die beschreibe ich ja oft. Wenn ich bereit bin, mit einem anderen Menschen mein höchstes, tiefstes und höchstes Wesen zu teilen, also ihm zu begegnen auf dieser Ebene der freien Argumentekultur, der Argumente-Gleichberechtigung. Weil das ist ja eine enorme Gleichberechtigung. Der andere muss nicht schreien und das größere Megafon haben, er muss nicht stärker sein, boxen oder sonst was. Nein, wir gucken auf seine Argumente und wir gehen ja gar nicht nach Ansehen der Person. Es kommt nicht darauf an, ist das von mir oder ist das von ihm oder wie auch immer. Sondern wir halten uns an das, was die besseren Argumente hat, weil es aus unserer Sicht für uns alle am besten ist, unser aller Wesen am besten entfaltet und so weiter und so fort. Ja, also
Ich glaube, dass wenn Menschen so miteinander eingestellt sind, dass sie das Wichtigste miteinander teilen, dann werden sie sich dabei so verbunden fühlen und so eben als geistige Geschwister, dass sie insgesamt miteinander familiär teilen wollen. Und dieses familiäre Teilen ist ja eh so. Also in der Familie gibt es kein Geld und da wird nicht nach Leistungsprinzip oder Splitterrechnung miteinander vergolten, sondern man fühlt sich als Einheit, will das Wohl der ganzen Familie, möchte, dass es den anderen um einen herum so gut geht wie einem selbst. Man möchte, dass das einfach so insgesamt gut fließen kann, also so nach diesem kommunistischen Ideal, jeder tut, was er kann und die Aufgaben werden einfach auch nach Fähigkeiten verteilt, also wer kann es denn am besten machen oder wer hat genug Energie und so weiter. Und die Früchte der Arbeit werden nach Bedürfnissen verteilt, sodass es allen gleich gut gehen soll. Also auch der, der nichts gebacken kriegt oder so, ist auch Bruder und Schwester und es soll jetzt nicht leiden und so. Ne? Und ja, und aus dieser Verbundenheit, diesem Glück auch im Miteinander, also so eine lebendige, verbundene Gemeinschaft zu sein, das ist einem wichtiger, als ob der Kontostand erhöht werden kann, während man da gerade kalt den anderen abserviert oder sagt, hier, du kannst ja nicht bezahlen. Von daher glaube ich, dass so ein Geist des Miteinanders, der Verbundenheit und des Miteinanders, der wird automatisch da sein. In Schenker-Bewegung haben wir das auch schon, also unter den Kernleuten und unter den Projektversuchen, dass wir da so drauf sind, was wir können. Das tun wir so. Also wenn irgendwo was gebraucht wird, jemand ist in Not und so, dann schauen wir, wie wir da ja, Hilfe hin organisieren können oder füreinander da sind. Wenn jemand, was weiß ich, psychisch gerade ein Tief hat und muss irgendwo raus aus seiner Baustelle oder oft sind Leute von uns als Einzelgänger irgendwie alleine mit irgendwas beschäftigt, dann sagen wir, ja, komm hier zu uns, ne, und hier kannst du erstmal einfach da sein und wirst hier geschwisterlich mitversorgt und wir kümmern uns und so weiter. Ja, also das ist ein anderer Geist dann eh. Und ich finde das toll, ne, dass wir ja jetzt weiterhin auch durch diese Keimling, Kommune Keimling in Köln, den du, Dillen, da jetzt den Menschen anbietest, dass wir diese seltenen Blumen so ein bisschen eben haben und auch gar nicht so wenige, sind in Deutschland immerhin mehr als 10 Orte, kann ich sagen, an denen Menschen prinzipiell so versuchen, in diese Richtung vorwärts zu kommen, miteinander auch vorwärts zu kommen. Ja, also da, das ist das Herz der Sache auch. Bevor wir andere Leute von irgendwas überzeugen können, man muss selber die Lösung sein, die man in der Welt sehen will. Man muss Substanz haben, von der man auch reden kann. Weil mit Seifenblasen, leeren Seifenblasen, wo Leute irgendwelche manchmal auch hohen Sprüche machen, die nicht gedeckt sind durch Wirklichkeit, davon ist die Welt ja voll genug. Und das ist ja etwas, wo wir eine andere Kultur der Echtheit dem gegenüberstellen wollen. Ja, also das ist das Wichtigste. Und ich bin froh um alles, was wir da haben. Ich werde im nächsten Beitrag, weil jetzt ist das bestimmt nicht mehr zu schaffen zeitlich, denke ich, werde ich noch auf diese Fehllogik ein bisschen eingehen, dass die Menschen alle Argumente zur Jongliermasse machen für Konsuminteressen, für die Willkürsucht. Das haben wir an vielen Stellen eben auch als Grundeinstellung in der Politik. Man nennt das manchmal zum Beispiel Realpolitik, dass man im Grunde genommen immer bereit ist zu gucken, also der Zweck heiligt die Mittel und wir kennen keine Tabus und keine Grenzen oder wie der Bundeskanzler Scholz das jetzt gesagt hat, es gibt da in der Corona-Situation keine roten Linien, die den Staat hemmen könnten mit seinen Aktionen wie Impfpflicht. Ja, also zu diesem Punkt, was zu halten ist von solcher Realpolitik, beziehungsweise inwiefern das eine Rechtfertigungsideologie ist für willkürliche Strategien und Zweckheiligmittelstrategien, da sage ich in der nächsten Runde was zu. Ich gebe weiter. So, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein, ja. So, dann schauen wir mal. Ja, also ich bin noch ein bisschen bei der Diagnose, warum die Leute heute nicht hier sind, sondern überall dort, wo sie ihre geliebten, vorteilbringenden Irrtümer hören,
auch wenn sie das Opfer an dieser vorteilbringenden Irrtümer werden. Ja? Einfach nur, weil es gewohnt ist, vertraut ist und sie das so, ja, genau. Und auch ein Opfer eines vorteilbringenden Irrtums ist ja sozusagen überzeugt worden, dass dieser Irrtum eine Wahrheit sei. Und deswegen hat er ihn im Kopf sozusagen. Ja, und dann, wir bieten ja an sozusagen und sagen, ja, wir müssen den Kapitalismus beenden, weil er eben so verrückt ist, wie ich es gerade die ganze Zeit geschildert habe. Und wir müssen die GWÖ, also Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ und GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Weltrat Next Scientists for Future, diskutieren als Zwischenschritt hin zur Kommune. Ja, also ich verstehe ja die Gemeinwohlwirtschaft als Nachfolgemodell der Marktwirtschaft, als der Zwischenschritt, der es uns leichter macht, die Welt in eine Kommunenlandschaft nach dem Vorbild der Bonobos zu verwandeln. Ja? Also die Bonobos zeigen ja, dass sie pazifistisch über die ganze Erde theoretisch ausgestreut sein könnten. Ja? Sozusagen, sie sind natürlich nur in einem Gebiet Afrikas ansässig, aber könnten, weil sie diese Fähigkeit zum pazifistischen, kooperativen, liebevollen haben, sozusagen. Und das könnten wir Menschen genauso, weil ich verstehe uns ja als die Savannenbonobos. So, und jetzt ist aber Folgendes. Warum ist die GWÖ bis jetzt relativ bekannt geworden und die GWO noch nicht so bekannt, obwohl man sagen muss, wir sind auch erst seit 3,5 Jahren an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen lieber ganz fertig sein, bevor wir vorschnell an die Öffentlichkeit gehen. Die GWÖ ist beliebt aus 2 Gründen. Sie ist erstens ein kapitalistisches Geschäftsmodell für Unternehmensberater, so nach dem Motto, Leute, wir helfen euch, diese komplizierte Gemeinwohlbilanz durchzuführen und dafür müsst ihr uns aber bezahlen. Deswegen, und weil da viel Geld zu verdienen drinsteckt, sind natürlich alle Unternehmensberater interessiert gewesen, die GWÖ überall bekannt zu machen, weil sie davon leben, weil sie dann Geld verdienen können damit. Und das ist ja kein Qualitätssiegel, sondern eher ein Problem. Ne? Und der zweite Punkt ist, dass die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, ganz viele beliebte vorteilbringende Irrtümer mitschleppt, die eigentlich gar nicht zu dem Gemeinwohlgedanken passen. Denn es handelt sich ja um vorteilbringende Irrtümer, mit denen sich bestimmte Sparten der Gesellschaft auf Kosten der Gesamtgesellschaft bereichern, also dem Gemeinwohl schaden. Aber genau diese vorteilbringenden Irrtümer schleppt er mit. Ja? Zum Beispiel die Sozialsparten, die lieben diesen vorteilbringenden Irrtum, dass zum Beispiel die Unternehmen nur dann einen hohen Gemeinwohlbilanzpunktwert bekommen, wenn sie Mitbestimmung praktizieren. Und zwar Mitarbeiter, wenn die Mitarbeiter die Geschicke des Unternehmens lenken. Jetzt hat man aber festgestellt, dass leider viele durchschnittlich fähige Mitarbeiter zusammen eher einem Unternehmen schaden und eine schlechte Unternehmenspolitik ansteuern, während die Unternehmerfamilien, die seit Generationen Erfahrung darin haben, wie man wirklich erfolgreiche Unternehmen gestaltet, die dann oft die besseren Entscheidungen treffen. Aber die Gemeinwohlbilanz von Felber zwingt die Unternehmen dann quasi dazu, die Mitarbeiter entscheiden zu lassen. Und dann passiert dasselbe wie in der DDR. Die Mitarbeiter verwandeln die Autofirmen in eine Firmen auf dem Niveau von Trabi. Keiner will die Trabis im Ausland kaufen, weil es sich um Autos handelt, die technisch ungefähr 50 Jahre hinter der Moderne zurückliegen. Und weil eben die Mitarbeiter eben doch nicht in der Lage waren, diese Unternehmen richtig zu führen und erfolgreich zu führen. Ja? Und das ist der Punkt. Und das Problem ist, die GWO, also unsere Gemeinwohlwirtschaftsordnung, ist ja versucht ja völlig frei zu sein von vorteilbringenden Irrtümern. Ja, ich habe das Piepsen gehört, ich mache nur noch rund. Ja, und dadurch ist sie aber natürlich nicht so beliebt, denn die
die GWÖ wird, ist ja nur deswegen auch so beliebt, weil sie eben so viele vorteilbringende Irrtümer, die überall beliebt sind, mitschleppt. Und die GWÖ versucht, frei davon zu sein. Und das löst natürlich dann keine Begeisterung aus. Ja? Und und die GWÖ, deswegen schreibt ja dann auch der Fokus einen ganz wütenden Artikel gegen die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, weil sie ganz klar sagen, das ist ein DDR-ähnlicher Ansatz, der ein knallharter pseudokommunistischer Ansatz und pseudosozialistischer Ansatz sei, der also einen Riesenschaden für das Land bedeuten würde. Und die österreichische Wirtschaftskammer hat das Gleiche geschrieben, nämlich, dass sie sagt, wir rechnen mit einer Beschädigung der österreichischen Volkswirtschaft, wenn wir die Gemeinwohlökonomie einführen würden. Ja, aber dafür ist sie beliebt, weil sie eben genau diese Irrtümer hat, die wirtschaftlichen Schaden dem Land zufügen. Ja, und wie wir da rauskommen sollen, ist halt das Dilemma. Ich gebe wieder weiter. Sekunde. Ab. Wir hören. Ja, danke schön. Danke schön. Ich kündigte ja schon an, dass ich so als Beispiel für die erschreckende, dass der oberflächliche, sehr unstimmige Willkürlogik, die Flucht vor einer gründlicheren Argumentekultur, dass ich gerne mal auf den Begriff Realpolitik zu sprechen kommen möchte, der ja im Moment in der Politik auch an einigen Stellen intensiv diskutiert wird. Also wir sind zum Teil abhängig, heißt es da, vom Gas aus Russland. Russland ist eine Diktatur, die gerade wieder einen illegitimen Angriffskrieg führt. Sollten wir das also nicht abstellen? Naja, doch. Und dann sagen einige andere, gut, dann sorgen wir uns um andere Quellen. Unabhängig können wir uns noch nicht machen. Das ist zumindest auch die Frage, was da alles möglich ist und was nicht. Aber eine Argumentation lautet, Unabhängigkeit ist nicht möglich, also müssen wir nach Ersatz suchen. Und der grüne Minister, Herr Habeck, fährt nach Katar, um zu gucken, ob er da aus den arabischen Ländern Öl holen kann. Und da kriegt er natürlich Feuer, also der Markus Lanz, was hat er gesagt, ist das nicht die dunkle Seite der Macht, wo er da hingeht? Also im Grunde genommen würde man eine Diktatur gegen eine andere Diktatur, eine menschenrechtsverachtende, kriegsbereite Kultur gegen eine andere eintauschen, woher man dann seine Stoffe, von denen man abhängig ist, beziehen würde. Und der gute Herr Habeck regt sich auf und sagt, seid doch nicht so heuchlerisch und scheinheilig, womit fahren denn eure Autos eh, ne? Mit dem Öl, was aus diesen Verbrecherstaaten kommt, ne? Wer guckt denn da so richtig, woher es kommt und ob das moralisch oder in Ordnung ist, ne? Ihr nehmt es doch alle, wo ihr es braucht, und er schildert das so als Strategie für sich, dass man zumindest kleine Fortschritte machen will, dass es immer weniger schlimm werden könnte. Aber im Moment wäre halt Katar aus seiner Sicht weniger schlimm als Russland, und dementsprechend muss er nach Katar fliegen, um zu gucken, ob von da das Öl zu kriegen ist. Und er findet Zustimmung und Begeisterung zum Teil von CDU-Politikern und anderen, die sagen, oh Mensch, der Herr Habeck, der wird jetzt endlich Realpolitik tauglich, dass er mal wirklich einfach abwägt halt zwischen all den Dingen, mit denen wir da so jonglieren. Machen wir alle immer, und im Grunde genommen geht es nur um solche Interessensausgleichshandlungen. Da darf man keine Tabus setzen in dem Sinne und nicht so mit der moralischen Keule kommen. Ne? Das muss schon alles so sein. Wir kennen ja die Dogmen der gängigen jetzigen Systempolitik, also von Margaret Thatcher, das TINA-Prinzip, there is no alternative. Oder wer weiß, Churchill, die Demokratie ist ein Scheißsystem, aber es gibt halt kein besseres. Ich würde ihm nur insofern zustimmen, dass die westliche Demokratie sich auch als viel zu korruptionsanfällig und ebenfalls, ne, wie der Irakkrieg mit der Bereitschaft entlarvt hat, verlogene Angriffskriege zu führen,
und in erster Linie an das Öl und so zu denken und nicht an die Moral oder die Demokratie. Aber dass es keine Alternative gibt und so, da würde ich mir wünschen, dass da wirklich mal offen und gründlich drüber nachgedacht und Argumente geprüft werden können. Weil das meist nur so ein Hin- und Herpendeln ist. Ne? Also die Kommentare jetzt auch zu Habeck lauten auch, oh, da werden aber manche Grünen, die doch sehr mit Tabuwerten so hantieren und die anderen überheblich moralisch erziehen oder aburteilen wollen, die werden jetzt den Herrn Habeck aber nicht mehr so mögen, wenn er sich als Realpolitiker outet, der im Grunde genommen keine Linien oder Tabus kennt, wenn es da um Interessensbalanciererei geht. Ja, das ist eine spannende Sache. Ich bedauere vor allem, dass wir über diese Dinge nicht wirklich gründlich irgendwo argumentativ arbeiten können. Es gibt ja auch kein einziges, also außer unserem Splitter-Experiment jetzt, kein einziges freie Argumentekulturforum oder eine Informations- oder Austauschbühne dieser Art, wo die zwei Ansprüche erfüllt sein sollen. Erstens, dass alle Inhalte oder Argumente überhaupt fairen, freien Zugang bekommen. Da gibt es ein tolles Ideal für, den Beutelsbacher Konsens, eigentlich bekannt, ne? Ist auch auf der Bundeszentrale, der Website der Bundeszentrale für politische Bildung als ein ganz entscheidender Schlüsselmaßstab durchaus bekannt. Also ich nehme an, ich höre das Piepen, ne? Also ich nehme an, das ist immer noch auf dieser Website auch als ein ganz entscheidender Schlüsselmaßstab, der Beutelsbacher Konsens. Und der besagt ja im Kern, dass wenn wir annehmen, es gibt den freien Wähler, den demokratischen Souverän, den Wähler, dann muss der natürlich den Überblick über die Wahlalternativen haben. Kann nicht sein, dass irgendeine Schein- und Schattenmacht ihm das so ausfiltert, dass er gar nicht alles sehen kann, wozwischen er wählen könnte. Dann haben wir im Hintergrund Diktatur und nicht wirkliche Demokratie. Das heißt, eigentlich hat der Wähler das Recht auf die freie Wahlübersicht oder Wahlalternativenübersicht. Und das ist der erste Maßstab, also eine Austauschplattform, die diese Inhaltsübersicht bieten würde. Und zweitens, die sich auch dem Anspruch stellen würde. Und ich rede jetzt nur vom guten Willen, nicht davon, ja, wie gut ist das zu schaffen. Und das kann man für sich dann erforschen. Aber der gute Wille ist ja die entscheidende Grundweichenstellung, die es unbedingt braucht. Also ich rede nur vom guten Willen. Eine Austauschplattform, die als zweiten Maßstab eben sagen würde, wir wollen nach Argumentequalität gehen, statt Korruptionseinflüssen, statt Macht, Geld, Willkür und so weiter. Argumente statt Fäusten, heißt der alte Spruch der Friedensbewegung, den ja auch die Grünen von daher kennen, die sich ursprünglich ja auch als Teil der Friedensbewegung verstanden haben. Ökopax und Anarchie waren ihre radikalen Ursprungsideen auch, oder das gehörte dazu. Kommune übrigens auch. Okay, also das ist die Frage. Wir haben noch nicht einmal eine solche Info- und Austauschplattform, wo wir so richtig gründlich mal an diese heiklen Fragen rangehen könnten, wie welche Grenzen hat die Zweckheilig-Mittellogik? Ja, und im nächsten Beitrag gehe ich dann inhaltlich genauer darauf ein, was man dem Herrn Habeck beantworten könnte oder wie man wirklich Unterscheidungen durchführen kann, was mit Recht tabuisiert werden könnte und was wirklich Abwägungssachen sind. Ich gebe weiter. So, jetzt müsste man mich wieder überall hören. Ja, also Ich habe ja den ersten Teil des Abends jetzt erst einmal für mich diese Diagnose gemacht des Widerstandes. Warum ist der Widerstand so groß, sowohl gegen freie Argumentekultur als auch gegen GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung? Warum ist der Widerstand so groß? Und den Widerstand habe ich gefunden in den vorteilbringenden Irrtümern. Ja? Und der oberste vorteilbringende Irrtum des Kapitalismus ist, setz dich bloß nicht der Gefahr aus, dass deine geliebten vorteilbringenden Irrtümer eventuell in Frage gestellt werden könnten durch eine freie Argumentekulturdiskussion. Ja? Und wenn das der oberste, also quasi das oberste Problem ist, dass wir eine Welt der vorteilbringenden Irrtümer sind.
Und ich verstehe ja die Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO und oder GWÖ, ihren positiven Kern jedenfalls, als den Weg, wie wir rauskommen aus den vorteilbringenden Irrtümern, als den Zwischenschritt. Wie ich sage es ja immer, das ist der Zwischenschritt zu einer Welt, die überspannt ist mit Kommunen, also mit Gemeinschaften. Ja? Weil wir ja über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft als Zwischenelement ja dann eine Welt der Gemeinschaften werden würden. Ja? So, und das Entscheidende ist aber auch bei der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, dass sie völlig die vorteilbringenden Irrtümer los wird. Also der Kapitalismus besteht quasi nur aus vorteilbringenden Irrtümern der unterschiedlichen Sparten. Ich zeige hier im Schaubild ja nochmal, hier haben wir die vielen Sparten. Ja, also hier, ich kann es hier auch nochmal zeigen. Ja, wir haben diese Masse an Sparten und jede dieser zig Sparten produziert eigene sozusagen mehrere vorteilbringende Irrtümer. Und da ist der Punkt, dass wir messen in der Gemeinwohlwirtschaftsordnung Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und zwar bei allem Arbeitenden. Alles, was arbeitet, wird gemessen. Schadet es den Menschen? Oder verbessert es Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner? Und dadurch zwingen wir alle Sparten der Gesellschaft sofort aufzuhören mit diesen vorteilbringenden Irrtümern. Weil diese Irrtümer bringen dann nämlich jetzt ja keine Vorteile mehr, sondern ab dem Moment nur noch Nachteile. Und plötzlich werden die Wahrheiten vorteilbringend. Also im Kapitalismus sind Wahrheiten nachteilbringend. Wir haben es also zu tun mit nachteilbringenden Wahrheiten, weil der Kapitalismus quasi auf Abzocke der Mitmenschen angelegt ist. Ja? Und die Wahrheiten werden in der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, sofort zu vorteilbringenden Wahrheiten. Und dann wird es plötzlich auch für alle Menschen sonnenklar, dass wir selbstverständlich bei allen Themen die freie Argumentekultur brauchen, damit wir uns den Wahrheiten immer noch näher annähern, sozusagen. Aber auch schon jedes einzelne Unternehmen wird total interessiert werden an der Wahrheit, weil mit dem vorteilbringenden Irrtum, oh, Zuckerprodukte sind harmlos, die kann ich als Aldi-Geschäftsführer gerne verkaufen. Dieser vorteilbringende Irrtum wird ja innerhalb kürzester Zeit durch den neuen Belohnungsschlüssel der GWO sozusagen verschwinden, sondern es wird rauskommen, ja, nee, ich muss die Leute zu gesunden, Ursorten rückgezüchteten Gemüsen und Obst und so weiter. Da muss ich die Menschen hinlenken. Und das Zuckerzeug, das muss ich als Drogen verstehen, von denen ich die Menschen warne, mit roten Ampeln, mit gelben Ampeln, muss ich die Menschen davor warnen, diese Produkte zu kaufen, weil ich sonst als Geschäftsführer eben nicht belohnt werde, sondern tendenziell eher pleite gehe. Ja? Und da ist die Kunst liegt also darin, sozusagen die GWO als Zwischenschritt zu erkennen mit Wohlfühlstimme, Gesundheitsdatenerhebung und allem. Ich höre das Piepen, ja, ich mache nur noch rund. Also das heißt also, der Hauptgrund für ÖFF sollte sein, die GWO als Zwischenschritt zu verstehen, weil sie endlich den vorteilbringenden Irrtum beseitigen würde, setze dich bloß nicht der Gefahr einer freien Argumentekultur aus, weil dann könnte ja deine eigenen vorteilbringenden Irrtümer oder jedenfalls die vorteilbringenden Irrtümer, die du liebst, könnten ja dahinterfragt werden und als Unwahrheiten erkannt werden und dann aufgegeben werden müssen. Und deswegen drücke dich vor der freien Argumentekultur. Und genau insofern hoffe ich, dass der ÖFF irgendwann erkennt, dass es ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu einer gesunden Kommunenlandschaft, die die Welt überzieht, die Erde überzieht, dass die
GWO wahrscheinlich eine unvermeidliche Zwischenstufe sein könnte, dabei sie erst einmal die Voraussetzung dafür schafft, dass die Leute sich überhaupt für die freie Argumentekultur richtig öffnen, weil plötzlich Wahrheiten zählen und nicht Irrtümer. Ich gebe weiter. Sekunde. Wir hören. Ja, danke, danke, Dylan, für das, was du gesagt hast. Und da kann ich ja schon mal sagen, das sehe ich ja jetzt schon so, also ganz eindeutig, also die Wulffstimme ist eine geniale Reformidee. Und ich bin auch der Ansicht, dass sie wahrscheinlich gebraucht wird als Zwischenschritt, sehr wahrscheinlich gebraucht wird. So wie ich ja schon gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass es für die Süchtigsten sogar so ein noch süchtigeres Post-Conventional Level oder Dilemma-Psychologie Fortnite braucht, um sie aus ihren Suchtbindungen rauszureißen. Und die Wohlfühlstimme ist genial ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen überhaupt die Bereitschaft aufbringen, ihr Wohlgefühl oder Wohlergehen kontinuierlich messen, nicht messen zu lassen, selber zu messen und dass sich danach gerichtet wird. Weil der richtig Süchtige, nehmen wir den Heroinabhängigen, der weiß ja in seinem Hinterkopf, Heroin macht mich kaputt und sowas. Und wenn man kommt und sagt, komm, lass uns doch mal jetzt checken, wie sieht das denn aus hier, wir machen mal eine kontinuierliche Studie, da tritt er einen Arsch und sagt, ich möchte meinen Kick hier haben können, ohne dass du mir mit solchen Belastungen hier auf den Pelz drückst. Also ab dem Moment, wo die Suchtschwelle zumindest schon mal so herabgesenkt ist, dass die Menschen bereit sind, nach ihrem eigenen nachhaltigen Wohlergehen zu schauen und das zum Maßstab zu machen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Wohlfühlstimme etwas, was total gut greifen könnte und dann wirklich auf dem Weg über diese Vertrauensarzt-Kommunen wirklich auch reichen könnte, um da eben jetzt wirklich weiter zu kommen dann. Und ja, also ich will mal so sagen, das ist ja auch alles gar kein Problem. Also wenn jetzt Leute kommen und sagen, dass sie aber nicht diese ganzen Zwischenschritte haben wollen, sondern dass sie ja gleich doch das Wahre haben wollen, in die Kommune rein, es hindert sie ja nicht. Also sie müssen ja nicht dieses, ich sag mal, Suchtbefreiungs-Alternativ-Fortnite spielen und sie müssen ja nicht in die Vertrauensarzt-Kommunen gehen. Sie können ja jederzeit den Sprung auch gleich machen in die ganzheitliche Kommune, die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune. Das können Sie ja jederzeit machen, sofort. Ne? Also es ist schön, wenn wir dann die Orte dafür anbieten können. Ganz klasse. Und keiner wird gehindert. Aber ich glaube eben, es werden ganz wenige nur kommen und werden sagen, ja klar, wir sind doch die denkenden und sprechenden Tiere. Wir haben da unsere Vernunftziele. Wir möchten jetzt bitteschön, dass das auch zum Leitmaßstab in unserem Leben wird. Toll, wenn sie kommen. Aber wenn sie nicht kommen, dann, bevor sie eben den größten Mist bauen, ist es gut, sie sind zumindest bereit. Oder sagen wir so, das alternative Fortnite-Spiel muss einfach den Flash so haben. Also muss, die sind ja so süchtig, dass sie jetzt nicht danach gehen, ob die Argumente dafür stimmen. So, es muss einfach mehr flashen als das Raffen und Morden Fortnite, was im Moment da die Gemüter so bindet, so süchtig macht. Aber ansonsten, ja, also ich glaube, jeder hat es ja in der Hand, aber realistisch ist die Annahme, denke ich mir, dass wir sowohl so ein alternatives Fortnite wie auch die Wohlfühlstimme und die Vertrauensarztkommunen brauchen werden, um da die Schädlichkeit zu verringern und die Öffnung zu vergrößern für den einfachen Grundsatz, dass wir jetzt nach der langfristigen Vernunft und Verantwortlichkeit oder ganzheitlichen Nachhaltigkeit gehen. Und ich komme dann mal zu dem, wo ich in meinem letzten Beitrag war. Wie ist das mit der Realpolitik? Also der Herr Habeck scheint jetzt so drauf zu sein, die anderen Politiker loben ihn dafür, wie realpolitisch er geworden ist, dass er sagt, also ich gucke noch mal eben, ich kann das vielleicht direkt auch zitieren. Genau. Hier steht da in einem Zeitungsartikel, Habeck versuchte mit seiner Rede auch sein eigenes moralisches Dilemma zu erklären.
was immer wir tun, hat Konsequenzen. Wir sind keine Engel, aber wir können versuchen, die Konsequenzen Schritt für Schritt ein bisschen weniger schlimm zu machen. Katar sei, so Habeck, ein bisschen weniger schlimm als Putin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich hoffe, dass wirklich einige grüne Parteimitglieder große Magenschmerzen bekommen, wenn sie da so etwas lesen. Denn das ist ja wirklich ja, so nach dem Motto, wir können uns an systemischen Menschenrechtsverachtungen, an Mord, an Krieg, an diktatorischen Verhältnissen und von Diktatoren geführten Kriegen, ich habe das tief gehört, ja. Also wir können mit an diktatorisch geführten Kriegen uns beteiligen, um unser Öl zu kriegen. Das wäre wirklich sehr weitgehend in der Annahme, dass wir da keine Tabus mehr kennen, keine roten Linien, die wir eben nicht überschreiten, denn auch nicht fürs Öl. Und ja, also da geht Habeck dann eben sehr weit. Und ich glaube, wenn man das gründlich bedenken kann, wenn das auch auf solchen Freie-Argumente-Plattformen wirklich zugelassen würde, dann würde man zu dem Ergebnis kommen, dass das moralisch viel zu skrupellos und viel zu menschenverachtend und viel zu mittäterisch gegenüber schlimmstem Unrecht ist. Aber man müsste dann auch genauer unterscheiden, eben wo sind die Tabus, wo sind die Grenzen, wie sind sie begründet und wie kann das Ganze auch lebensrealistisch vorgestellt werden. Okay, ich gebe erstmal weiter wieder. Ja, man hört mich hoffentlich wieder, ja. Ja, also nochmal dazu, weil es immer wieder ja auch noch Missverständnisse bezüglich der Wohlfühlstimme gibt. Also der Heroinsüchtige würde überhaupt keine Rolle spielen, weil er sozusagen, ich gehe davon aus, dass kein einziger Heroinsüchtiger jemals eine Wohlfühlstimme abgeben würde. Das spielt nämlich auch gar keine Rolle. Entscheidend ist, die 47 Millionen, sagen wir mal 50 Millionen Menschen, die an der Gesellschaft überhaupt wach und aktiv teilnehmen, dass die Wohlfühlstimmen abgeben. Und das reicht auch völlig. Denn es geht ja schließlich darum, nur dafür zu sorgen, zu gucken, letztendlich erzeugt der Lidl-Marktleiter vor Ort, also jetzt, wenn ich in der Umkreissuche bin, hier bei mir, erzeugt der Rewe-Marktleiter, der Aldi-Marktleiter oder der Alnatura-Marktleiter oder die Bio-Marktleiter oder die, der Lidl-Marktleiter oder der Penny-Marktleiter. Wer erzeugt die meisten Krebstoten? Und der wird dann abgestraft, denn man sieht ja zum Beispiel, jeder Markt hat Stammkunden, die überwiegend ihre gesamte Nahrung bei dem entsprechenden Marktleiter einkaufen. Und dann gibt es wieder viele, die kaufen bei mehreren Läden ein und so weiter. Aber trotzdem kann man das problemlos auswerten und stellt dann fest, hier, da bei dem Lidl gibt es die meisten Meldungen, nicht Krebs, denn Krebs erfassen wir ja nicht. Das interessiert uns auch nicht, was es ist. Aber wenn mir jemand zum Arzt geht und der sagt ihm, sie haben leider Krebs, dann wird jeder vernünftige Bürger, der zu den 50 Millionen vernünftigen Bürgern gehört, der wird mitteilen, jetzt geht es mir ein Stück schlechter als vorher. Und allein das reicht für uns, weil wir dann sehen, aha, derjenige, der regelmäßig den überwiegenden Teil seiner Nahrung bei Lidl bezieht, hier jedenfalls bei diesem Marktleiter Lidl, dort werden quasi mehr leidende Menschen produziert als bei Rewe, bei Alnatura, bei Aldi und so weiter. Und schon kann ich dem die geringsten Verdienstzuschüsse geben, also ihn finanziell abstrafen. Und jetzt sage ich mal, am wenigsten Krebspatienten gäbe es beim Alnatura, ich weiß nicht, ob es so sein wird am Ende, aber dann würde der den größten Verdienstzuschuss bekommen und würde dann eben Marktführer werden. Jedenfalls dieser Marktleiter in dem engen Umkreis einer kleinen Region jedenfalls. Ja? Und der normale Bürger, also mit der Wohlfühlstimme, das ist ja auch so ein häufig genanntes Missverständnis. Wir erfassen überhaupt nicht, wir geben überhaupt nicht dem Raucher irgendeine, wir konfrontieren den Raucher gar nicht mit seinem Süchtigsein.
der sagt einfach nur, wie es ihm geht. Ja, und wenn er halt Schmerzen hat irgendwie, weil er ein Raucherbein hat, dann teilt er halt einfach mit, ich habe Schmerzen. Also mir geht es schlechter als vorher. Und wenn er sich mit dem Rauchen gerade wohlfühlt und gerade in einer schönen Raucherklicke ist und Wohlbefinden hat, dann kann er auch einfach melden dem Bundeswahlleiter, ich fühle mich gerade sauwohl, ja? Also, oder ich fühle mich gerade wohler als vorher. Und es wird dann über die Jahre hin ausgewertet, was der Hausarzt, der diesen Menschen betreut, ob der es geschafft hat, ja, zum Beispiel, wenn die Hausarztgesundheitsgemeinschaft es geschafft hat, dass dieser Mensch so glücklich ist, weil er Liebespartner gefunden hat in den Tanzkursen und so weiter, alles kostenlos, und dann das Rauchen nicht mehr gebraucht hat, weil er die Zigaretten ihm unwichtig waren, weil er Sex hat und Liebespartner und nette Leute um sich rum, den Rauchen und Alkohol nicht mehr braucht. Ja, und dann wird er ja viel seltener Unwohlsein melden, sondern viel häufiger, ich fühle mich wohler melden. Und allein nur darum geht es. Und das hat der Heroinsüchtige und all die richtig Suchtkranken, die werden da null Rolle spielen. Ich rechne davon, dass von den wirklich süchtigen Alkoholikern zum Beispiel nicht einer jemals eine Wohlfühlstimme abgeben wird, sondern es geht mir um die 50 Millionen wachen Bürger, die einfach nur sagen, wie es ihnen geht, damit wir die Wirtschaft, die Herrschenden kontrollieren können. Und dann haben wir auch ja die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen, ja, sozusagen, ich höre das Piepsen und mache nur noch rund. Die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen haben wir ja in der GWO. Das heißt, jeder Politiker, der nicht die besten Argumentebringer heranzieht, wer nicht die besten Quereinsteiger in sein politisches Team reinzieht, der wird abgewählt werden, weil wer in der Rangliste auf den unteren Tabellenplätzen ist, da gibt es vorgezogene Neuwahlen, weil ja da die Wähler dann ganz klar sehen, dieser Politiker, diese Landesregierung ist gescheitert bei ihrem Bemühen, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Wählerinnen zu verbessern. Da sind andere Länder erfolgreicher und dann wird so jemand abgewählt und wird abgestraft und so weiter. Und wir kriegen Politiker, die alles tun, die sich ein Bein ausreißen, um unser Leben zu verbessern. Und das ist eine Zwischenstufe auf dem Weg zur Kommunenwelt, die einfach eine notwendige Übergangsstufe darstellt. Ich lasse mir gerne beweisen, dass wir diese Übergangsstufe, diesen Schritt raus aus dem Kapitalismus nicht brauchen. Aber genau genommen, sagen wir mal so, es kann sein, dass weder das eine noch das andere funktioniert, denn Zuspruch haben wir weder bei dem einen noch dem anderen nennenswert. Wobei man immerhin sagen kann, im freien Argumentekulturforum haben wir immerhin ein paar Leute mehr als früher, die da wirklich was anklicken, auch wenn die sich nicht zu Wort melden, aber immerhin haben wir da eine ganze Menge Klicks von Leuten, die immerhin da mal drauf gucken, aber leider sich immer noch nicht trauen, mitzudiskutieren. Moment. Ich gebe weiter. So, wir hören. Ja, danke dir für deine Worte. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, habe ich ja auch schon gesagt, also dieser Zwischenschritt, diese Mehrschienigkeit ist extrem wertvoll, weil ich, der ich ja nicht so ein romantischer, blauäugiger Naivling bin und auch schon meine Menschenerfahrung gemacht habe, auch am eigenen Leib einiges erfahren habe, ja, sagen wir so, die Heroinabhängigen werden nicht mitmachen, die 50 Millionen wachen Bürger, das ist noch die Frage, ob es die gibt, ob wir die haben. Du sagst ja selber, ne, mit der Resonanz, wenn wir da schauen, das ist sehr ernüchternd. Und du hast ja auch gesagt, die Leute lieben das Korruptionssystem, statt nach Argumenten zu gehen, weil ihr eigenes Leben auch viel zu sehr korrupt zusammengeschustert ist und sie sich in Konflikten mit Korruption durchsetzen, statt mit der Wahrheit für alle. Frecher Spruch im Volksmund ist ja auch, die Menschen träumen mehr von einem Lottogewinn für sich als von Gerechtigkeit für alle.
Die Frage ist, wie sieht das aus im Inneren der 50 Millionen? Wir sind zwar nicht heroinabhängig, aber wie sehr sind die Willkür- und konsumabhängig im Sinne des Kapitalismus, sodass es ein dickes Fell bei ihnen erzeugt, durch das man schwer durchkommen kann? Also auf keinen Fall würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass die Wohlfühlstimme oder GWO übersprungen werden kann. Also würde ich sagen, was die Wahrscheinlichkeit angeht, wir werden eher die Not haben, da überhaupt hinzukommen, statt überlegen zu können, ob wir das auch überspringen können. Aber wer will, kann ja überspringen. Und ich halte in der Tat solche Talks oder solchen Gedankenaustausch, Argumenteaustausch, wie wir es hier machen, wie es im Freie Argumente-Kulturforum geschieht, das ist schon massiver Sprengstoff gegen den Korruptionsbeton in den Köpfen und Herzen. Also sich dem auszusetzen und zu überlegen, hallo, was erzählen die, worüber reden die da? Mensch, könnte es sein, dass wir, während wir, was weiß ich, das nächste komplizierte Buch eines Professors über den Treibstoff der Zukunft lesen, dass wir nicht bereit sind, überhaupt Vernunft und Verantwortung an die erste Stelle zu setzen? Dass wir gar nicht wirklich nachgehen? Kann das sein, dass dieser Grundweichenfehler oder Wurzelfehler existiert und uns alles andere quasi versauen könnte? Also das ist schon massiver Sprengstoff, den wir da, glaube ich, erzeugen. Und gut, wir sehen ja, bei wem es auf fruchtbaren Boden fällt, also wen das dann so ankotzt, dass er bisher da ein verkehrtes Leben, ein mittäterisches Leben geführt hat, dass er es wirklich umkrempeln will, werden wir sehen. Und wir sind ja dafür offen und wir bieten ja die Anlaufstellen. Also insofern alles im grünen Bereich, was die Entwicklungsmöglichkeiten angeht, so sie denn genutzt werden könnten. Also ich glaube, das ist ganz wertvoll. Und ich glaube, wir werden dieses Suchtthema wirklich gesellschaftlich nach vorne rücken müssen, um da zu schauen. Und ja, also was nennen wir eigentlich Sucht? Also Sucht im Kern, damit komme ich eben auch zu meinem Bezug zur Realpolitik. Sucht meint, dass ein Bedürfnis oder eine Suche des Menschen sich aus der Kontrolle und aus der Verantwortbarkeit löst. Das heißt, ich bin von etwas süchtig, wofür ich auch Unrecht zu tun bereit bin. Ich kann da viele Bedürfnisse haben, aber solange ich da eben gucke, wie sind die einzuordnen in die Bedürfnislage von mir insgesamt und der Welt, wie passt es da rein und richtet eben keinen Schaden an, da käme Gutes bei raus. Aber Sucht heißt eben, ich habe irgendein Bedürfnis, das möchte ich erreichen, auch wenn beim Nachdenken darüber es nicht bestehen kann. Also es für mich und andere schädlich ist. Wenn ich es trotzdem machen will, dann aus Sucht. Und da ist jetzt die Frage, was ist das? Ne? Also der Herr Habeck, der da jetzt in das Realpolitikhorn kräftig mit reinstößt, der sagt, was wollt ihr denn, Leute, damit der Sprit in eurem Tank ist, seid ihr doch bereit. Alle seid ihr bereit. Wenn das denn schuldhafte Verstrickung ist, ne, dass man das zum Beispiel aus Katar bezieht, statt aus Russland oder eigentlich von beiden Seiten, dann seid ihr doch alles moralische Schweine. Und ihr hättet doch alle überhaupt gar keine Begründung zu sagen, ich als Minister darf jetzt nicht nach Katar fahren, um zu gucken, wie es da mit den Öllieferungen ist. Ne. Ihr seid alle korrumpiert, ihr seid alle Leute, die 5 Grad sein lassen, ihr seid alles Leute, die für ihre Bedürfnisbefriedigung schwerstes Unrecht Diktatoren und diktatorische Kriege mittäterisch unterstützen wollen. Wenn man das so als mittäterische Verstrickung ansehen kann. Da kommt schon das Piepen, jetzt müssen wir gucken. Also eventuell müssen wir es sogar in den nächsten Talk verschieben. Aber ich meine, das ist natürlich was Gutes, Spannendes, um euch dann in den nächsten Talk auch zu ziehen, liebe Zuschauer. Aber ich sag mal 3 Überschriften, mit denen ich das gerne betrachten würde. Also das eine ist die Frage, wo gibt es Werte, eine Werteorientierung, die mir überhaupt die Unterscheidung ermöglicht, was tabu sein muss oder was nicht mehr geht und was noch geht. Haben wir sozusagen noch eine Gewissensorientierung? Gibt es die überhaupt für den Menschen, ne? Und haben wir die noch? Ist die auch in der modernen Zeit und unserer jetzigen Gesellschaft noch funktionsfähig, dass Gewissensgrenzen oder Tabuwerte greifen können? Dass wir die überhaupt auch jetzt festmachen können, was sie sind. Zweitens,
Wie sieht es aus mit den Ausnahmen und der Einhaltung von solchen Werten und Normen? Keiner ist hundertprozentig. Also ich würde sagen, man muss sich fragen, was ist nicht unbedingt Hundertprozentigkeit, aber Grundsätzlichkeit, sodass die Abweichung von einer Norm zu vertretbaren kleinen Ausnahmen und redlichen Kompromissen werden können, aber keine wesentlichen Selbstwidersprüche oder faulen Kompromisse sind. Und die dritte Überschrift ist, was bedeutet eigentlich Verstrickung und Mittäterschaft? Durch welche Bezüge zu anderen Menschen bin ich so verstrickt, verantwortlich verstrickt und mittäterisch? Und durch welche Bezüge zu anderen Menschen bin ich es nicht? Also wenn ich mit einem Verbrecher umgehe, mache ich immer sein Verbrechen mit. Oder wie muss ich mit ihm umgehen, damit ich als Mitverbrecher eingestuft werden kann? Wie muss ich mit ihm umgehen, damit ich nicht als Mitverbrecher eingestuft werden kann? Und das betrifft sowohl die Frage eben nach der Freiheit und Macht und Beauftragung und die Frage nach der wirtschaftlichen Motivierung. Also ich bringe es mal auf eine freche Formel noch, ne? Und wie gesagt, wir können das beim nächsten Mal alles dann genauer analysieren. Die Formel lautet, und das ist das, was man sehr praktisch sich überlegen kann, stellen wir uns mal vor, dass man statt der jetzigen Welt, wo alle Bürger irgendwelche Herrschenden in ihrem Namen beauftragt, Dinge zu tun, auch Unrecht, Kriege und so weiter zu tun, nehmen wir an, diese Beauftragung wäre weg und statt kapitalistischer Vergeltung oder überhaupt Tauschvergeltung wäre nur noch freies Schenken da. Freies Schenken, wo der andere für das, was er tut, nichts bekommt, keine Gegenleistung bekommt. Was würde das bedeuten für den Umgang jetzt mit den Unrechtstätern der Welt, ob den Unternehmensboss hier irgendwo um die Ecke oder Putin und die Regierung von Katar? Ich behaupte, wenn man schenkt, dann fällt die Beauftragung der Gewalten des Unrechts weg und die Vergeltung dafür. Der andere tut sein Unrecht, weil er da profitiert, weil er Geld dafür kriegt, Vergeltung dafür kriegt. In dem Moment, wo es die nicht mehr gibt, müssten andere Maßstäbe her. Und wenn wir damit anfangen, dass wir sagen, unser Maßstab ist denn, ja, was ist denn im sinnvollen Fluss? In dem Moment würde jeglicher Austausch wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der da Wellen erzeugt, umgepolt von einer amoralischen oder unmoralischen Vergeltungswirtschaft, die nicht guckt, eben welchen Schaden sie anrichtet, hin dazu, dass es nur noch eben Aktivitäten und auch Austauschvorgänge gibt, die sich nach verantwortbarem Sinn richten. Okay, also das Schenken befreit von der Beauftragung und Bevorteilung der Verbrechen. Oder kann davon befreien. Gut, das sind Überschriften. Ne? Was sind die Werte, die Tabuwerte? Was sind vertretbare Ausnahmen? Und was sind wesentliche Selbstwidersprüche? Und wie sieht es aus mit der Freiheit der Menschen? Wann bin ich für den anderen und sein Tun schuldhaft verantwortlich? Und wann bin ich es nicht? Wann kann ich sagen, er ist frei, ich bin frei und das ist seine Verantwortung? Die nähere Analyse beim nächsten Mal. Wir sind jetzt schon kurz vor 10 wieder. Um 10 sollte man ja immer Schluss machen. Also von mir aus ist das so mein letzter inhaltlich gefüllter Beitrag. Und das nächste kann Verabschiedung sein. Und dann gebe ich nochmal an den Bill. Ja, jetzt müsste man mich wieder gut hören. Ja, also aus alledem kann ich auch, was Öffi gesagt hat, ist, ich vermute, wir hatten wahrscheinlich nie eine Chance gegen den Kapitalismus und werden sie wahrscheinlich nicht haben. Ich habe ja das schon oft beschrieben, dass der Kapitalismus auch zu einem Intelligenzschwund der Menschheit führt oder also quasi große Gehirne sind in der Lage, den Tauschhandel zu erfinden und damit den Kapitalismus.
Und dann führt das automatisch zu einer Evolution schrumpfender Gehirne und geringer werdender Intelligenz. Und diese Menschheit kommt nie wieder raus aus dem Kapitalismus, eben weil die Leute die vorteilbringenden Irrtümer total lieben, den obersten vorteilbringenden Irrtum lieben. Du darfst dich bloß nicht mit Andersdenkender auf irgendeine Argumentationsebene einlassen. Red nur mit Gleichgesinnten. Liebe deine Blase, deine Filterblase derer, die alle genau die gleiche Meinung haben wie du selber. Und dann läuft nämlich der Kapitalismus wunderbar weiter und die ganzen vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten werden durch nichts angegriffen. Ja? Und meine Erfahrung mit den Gemeinschaften und Kommunen ist, die Leute suchen in Wirklichkeit kapitalistische Konsum-WGs statt echter Gemeinschaften beziehungsweise Kommunen. Ja? Es geht sogar mittlerweile sogar so weit, dass die Leute sagen, ja, wer eine Kommune will, das ist ja keine richtige Gemeinschaft, sondern als richtige Gemeinschaft wird nur noch empfunden eine kapitalistische Konsum-WG. Ja, so mit am Grill so schön grillen zusammen und einen saufen und so weiter und das dann. So dafür lebt man mit Leuten zusammen, damit man ein bisschen kapitalistisch konsumieren kann im Kleinen, in der Runde sozusagen. Ja, und da drehen sich also auch schon wieder alle Werte um. Ja, ja und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass ich es durchaus für möglich halte, dass wir sogar zwischen den Kommunen auf eine Schenkebene kommen können. Also bei den Bonobos sieht man das ja seltener, aber wir hatten das ja bei den Indianern gesehen, dass die so eine Kultur hatten, dass die größte Ernte hatten zur Zeit, dass die dann die anderen zu großen Schenkfesten eingeladen haben und die den anderen also viel, die ernährt haben und bewirtet haben und Gäste haben. Aber daraus resultiert eben die Verpflichtung, dass wenn dann der andere Indianerstamm dann die größte Ernte hat oder die größte Nahrung zur Verfügung hat, dass er dann auch eben wieder die anderen einlädt. Und einerseits wird das kontrolliert dadurch, dass ja überall die Verwandten sind. Wir haben ja im Bonobo-Kommunismus die Tatsache, dass die jungen Frauen abwandern in die Nachbarkommunen, in die nachbarkommunistischen Gruppen in dem Falle. Und dadurch sind das ja alles auch irgendwie Verwandte. Und deswegen wird da niemand dazu neigen, die anderen zu übervorteilen, sondern man wird eben da, dass erstmal das führt schon mal dazu, dass das Schenken sehr, sehr insgesamt fair stattfinden wird, weil es ja überall auch Verwandte sind. Auf der anderen Seite sind ja gerade die Frauen in solchen Gemeinschaften ja ganz hoch entwickelt mit der Fähigkeit zu schauen, ob das denn alles auch ausgewogen ist, ja, ob das auch irgendwie fair ist, ja. Denn die Frauen haben ja auch bei den Bonobos die Aufgabe zu gucken, hier, was schenken die unterschiedlichen Männer, und dann verteilen sie ja durch ihre genetisch gewachsenen körperlichen Programme, verteilen sie ja etwas unterschiedliche Zugangschancen zu ihren Eizellen. Also kurz gesagt, die großen Schenker, das können auch geistige Schenker sein, aber bei Bonobos sind es eben eher die größten Nahrungsschenker, weil die entsprechend einfach sind, die Bonobos. Aber bei uns Menschen können es auch die größten geistigen Schenker sein. Ja? Und denen gewährt man dann den Zugang zu den Eizellen bevorzugt. Und irgendwo, ich vermute so ganz, dass wir so eine ganz völlig sozusagen aufrechnungsfreie Situation des Schenkens wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, es piepst und ich mache den Gedanken nur noch rund. Ja, also meine Befürchtung ist also, wir sehen ja gerade, wie schwer es ist, gegen den Kapitalismus überhaupt viele Leute, konstruktive Leute für Kommunen zu finden. Und wir sehen, wie
unendlich schwierig es ist, konstruktive Leute. Ich habe heute noch mal mit dem Manfred gesprochen, der ja auch schon mal samstagsabends da war. Der ist nach wie vor, der sagt, das hat ihm sehr gut gefallen, aber er hat im Moment extrem wenig Zeit. Er ist ja auch den ganzen Tag da berufstätig da unterwegs da bei mir. Aber der ist wirklich einer der vernünftigsten Köpfe überhaupt da. Und der auch diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer versteht und so weiter. Ja, aber wir finden also weder für die Partei des Gemeinwohls richtige Aktivisten. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich zu dem Termin mit der Bundesregierung kommen wird, dass wir die wirklich beraten dürfen, denn die Parteien sind ja alle voll von diesen unendlich vielen vorteilbringenden Irrtümern. Und wir würden ihnen ja quasi alle ihre vorteilbringenden Irrtümer angreifen. Und das, ja, vielleicht wollen die das auch gar nicht, weil sie sagen, wir werden ja nur gewählt wegen unserer vorteilbringenden Irrtümer. Ja, und also, ja, ich fürchte, es ist ganz, ganz schwer. Oder ich denke, wir haben keine Chance und ich mache trotzdem weiter, weil ich einfach nicht anders kann als diese vielleicht gar nicht vorhandene Chance eventuell zu nutzen. Ja, also die Situation ist schwierig und ich weiß gar nicht, ob wir gegen den Kapitalismus, ob es nicht der Fehler meines Lebens war zu sagen, ich begehre jetzt auf gegen den Kapitalismus, ich hätte vielleicht einfach weiter mitschwimmen sollen und die Party auf der Titanic feiern. Naja gut, ich gebe weiter. Wir suchen ja jetzt das Ende. Moment. So, wir hören. Ja, danke Dylan, danke Dylan. Wir haben das Ende soweit gefunden. Also wir haben wieder spannend gesprochen. Und die Überschriften fürs nächste Mal habe ich angekündigt. Und ja, da können wir dann die Willkürkultur um uns herum noch ein bisschen genauer analysieren. Mal gucken, wie tief wir da kommen. Ich umarme alle durchs Telefon oder Internet, auch euch Zuschauer. Macht euch offene, freie Gedanken. Lasst euch nicht von euren Scheuklappen bestimmen im Leben. Ja, macht euch frei. Ja, tschüssi. Vielleicht ist auch meine Familie mal sogar mit dabei. Die wäre heute schon, ne? 20.15 Uhr, da werde ich manchmal schon ein bisschen müde. Also mit anderen noch beschäftigt. Der Sohn, der ist so begeistert an meinen Hausaufgaben machen. Der musste noch ein paar Dinge erledigen, so. Wir machen ja Freilernen, ne? Nur dass ihr das wisst, ne? Wie sowas am Wochenende vorkommen kann. Wir machen Freilernen, weil unter den gegebenen Umständen konnte man ja die Kinder jetzt nicht mehr zur Schule schicken mit Maskenzwang und Testpflicht und dem ganzen Kram. Eventuelle Gefahr, dass da noch ein Impfbus vorfährt. Okay. Ja, also seid umarmt, lasst es euch gut gehen, werdet revolutionär. Bis nächstes Mal. Tschüssi, bis bald. Ja, dann verabschiede ich jetzt auch nur noch mal die Live-Fernsehzuschauer, indem ich jetzt schnell den Livestream beende. Wo ist er? Ja, da ist er. Und Stream beenden. So.